Die Freizeitparksaison 2024 ist in vollem Gange und somit ist es mal wieder an der Zeit für ein neues Ranking-Video. Dieses Mal stellen wir euch unsere Top 10 der Fahrgeschäfte im Moviepark Germany vor. Wieder mit dabei Nick von Coaster World. Wie immer interessiert uns natürlich aber auch eure Meinung, also vergesst nicht, uns im Anschluss eure Lieblingsattraktion im Moviepark in die Kommentare zu schreiben. Jetzt aber erstmal zu unserem Ranking. Platz 10, Iron Claw. Es grenzt schon an dein Wunder, dass es diese Attraktion überhaupt in unser Ranking geschafft hat. Iron Claw, ehemals auch bekannt als MP Express, ist ein Suspended Looping Coaster, kurz SLC, von Vekoma, der seit 2001 seine Runden dreht. Zugegebenermaßen konnte sich diese Achterbahn nur mangels weiterer Großattraktionen im Moviepark in dieses Video mogeln. Weder die stellenweise extrem unangenehme Fahrt und das altbekannte Standard-Layout dieses Achterbahntyps noch die mit wenigen Ausnahmen nicht existierende Gestaltung trotz bereits mehrerer Umgestaltungen können auch überzeugen. Bei vielen Besuchern ist Iron Claw aber dennoch auch heute noch beliebt, da es sich immerhin um eine der drei größten Achterbahnen im Park handelt. Dazu ist die Achterbahn von außen mit ihren 5 Inversionen schon ein Blickfang. Dennoch bleibt sie für uns ganz klar eine der schwächeren Großattraktionen im Moviepark. Platz 9, Jimmy Neutron's Atomic Flyer. Weiter geht's deutlich sanfter im Nickelodeon Land, dem Familienthemenbereich im Moviepark, in dem sich alles, wie der Name bereits erahnen lässt, um die beliebten Nickelodeon-Serien und Figuren dreht. Hier befindet sich auch Jimmy Neutron's Atomic Flyer. Obwohl es sich hierbei ebenfalls um einen Suspended Coaster von Vekoma handelt, liegen hier Welten zwischen. Anders als Iron Claw, aka MP Express, richtet sich diese Achterbahn natürlich eher an die jüngeren Besucher, macht aber der ganzen Familie Spaß. Eine besondere Gestaltung sucht ihr hier leider aber auch vergeblich. Den Spaßfaktor lindert das natürlich nicht. Somit eine solide Achterbahn und verdient unter den Top 10. Platz 8, Bandit. Die Holzachterbahn Bandit wurde 1999 als Wild Wild West eröffnet und stammt vom Hersteller Roller Coaster Corporation of America. Sie war die erste richtige Holzachterbahn in Deutschland. Ähnlich zu Iron Claw ist auch dieser Kandidat nicht gerade für seine angenehmen Fahreigenschaften bekannt. Ganz im Gegenteil. Die Fahrt gleicht einem langgezogenen Treppensturz, zählt unserer Meinung nach aber eher zu der Kategorie so schlecht, dass es schon wieder gut ist und macht so irgendwie schon auch Spaß. Mit regelmäßigem Retracking, bei dem Teile der Strecke erneuert werden, versucht der Park zwar den Fahrkomfort zu verbessern, allerdings nimmt man diese Veränderung nur sehr dezent wahr. Den Zartbeseiten unter euch würden wir aber eher eine andere Attraktion im Moviepark ans Herz legen. Platz 7, Time Riders. Vielleicht hat der ein oder andere von euch diese Attraktion nicht so auf dem Schirm, weil sie häufig etwas untergeht. Unserer Meinung nach aber etwas zu Unrecht. Zugegeben, der Zustand der Attraktion ist jetzt nicht gerade makellos und insgesamt auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber die Fahrt ist schon wirklich lustig und auch der Film ist für sein Alter von immerhin bald 20 Jahren echt nicht schlecht. Gleiches gilt auch für das Fahrsystem, das unserer Meinung nach viel Potenzial für mehr bietet. Eine Renovierung samt neuer Gestaltung und einem neuen Film würde die Attraktion ungemein aufwerten. Falls ihr bisher unwissend eine Fahrt mit Time Riders ausgelassen habt, können wir euch nur empfehlen, die Attraktion beim nächsten Mal mitzunehmen. Ihr werdet auf jeden Fall viel zu lachen haben. Platz 6, Area 51. Bei sommerlichen Temperaturen gibt es doch nichts Besseres als eine nasse Wasserbahn zum Abkühlen. Wenn euch aber eine klassische Wildwasserbahn zu einfach ist, könnte Area 51 genau das Richtige für euch sein. Auch bereits vor der Umgestaltung 2019 war das Bermuda-Dreieck Alien Encounter eines der Highlights im Park. Jetzt mit den neuen Multimedia-Elementen unter einer frischen Thematisierung zählt der Dark Ride Wasserbahn-Hybrid klar zu den deutschlandweit besten Attraktionen in beiden Kategorien. Der Intamin Spillwater ist bereits seit der Eröffnung des Freizeitparks als Warner Bros. Movie World 1996 in Betrieb. Durch die Umgestaltung hat er seinen Charme aber keinesfalls verloren, ohne dabei altbacken zu wirken. Platz 5, Star Trek Operation Enterprise. Für den ein oder anderen vielleicht mal wieder etwas überraschender platziert,
ist Star Trek in unserem Ranking, da sie immer noch häufig als die Hauptattraktion im Park gesehen wird. Dem müssen wir beide allerdings widersprechen. Star Trek Operation Enterprise ist ein Mack Rides Launch Coaster, der 2016 eröffnet wurde. Wie der Name bereits verrät, basiert die Thematisierung der Achterbahn auf der erfolgreichen TV-Serie Star Trek. Für Fans der Serie ist das sicherlich auch ganz cool, aber unserer Auffassung nach können heutzutage nur noch wenige etwas mit dieser IP anfangen. Während die Q-Line mit einer ganz guten Gestaltung umgesetzt wurde und auch die Pre-Show, wenn sie denn dann mal stattfindet, gut auf die anstehende Fahrt einstimmt, ist die Strecke der Achterbahn fast gar nicht thematisiert und sieht leider sehr kahl aus. Leider holt das unserer Meinung nach auch die Fahrt nicht so ganz wieder raus. Die macht zwar Spaß und bietet immerhin an einigen Stellen ganz gute Hängen und Airtime, ist dafür aber stellenweise etwas langweilig, leider durchgehend ein bisschen ruppelig und insgesamt auch einen Tick zu kurz. Wiederum ganz gut gefällt uns die Spike am Ende des dreifachen Launch-Abschnitts. Und auch die Soundtracks im Wartebereich und zu Beginn der Fahrt sind durchaus weitere Pluspunkte. Insgesamt also wieder eine solide Attraktion, bei der allerdings durchaus Luft nach oben besteht und die gegen die weitere Konkurrenz im Park nicht ankommt. Platz 4. Excalibur – Secrets of the Dark Forest. Excalibur ist eine Rafting-Anlage, die schon sehr besonders ist und somit genau schon wie Area 51 klar zu den Wasserbahn-Highlights in Deutschland zählt. Dabei geht es aber weniger um die reine Fahrt, sondern eher um das Drumherum. 2018 wurde die Anlage zum zweiten Mal in ihrer unendlichen Geschichte umgestaltet. Dieses Mal angelehnt an die Geschichte über Zauberer Merlin, König Artus, die Ritter der Tafelrunde und Co. Dafür wurde die bereits bestehende Thematisierung nochmal in Angriff genommen und durch sehr viele neue Details und Elemente erweitert. Die spaßige Fahrt wird mit Licht, Wasser und Soundeffekten aufgewertet und sorgt so für ein stimmiges Gesamterlebnis. Nur schade ist der etwas ranzige Zustand der Kulissen. Im Sommer müsst ihr euch hier natürlich auf etwas höhere Wartezeiten einstellen. Doch ist die Abkühlung das auf jeden Fall wert. Platz 3, The Highfall. Wem Wasserbahn und Co. zu langweilig sind, kann stattdessen auch hoch hinaus und auf dem Highfall die Aussicht über den gesamten Park und dessen Umgebung genießen. Lange hält diese Phase aber nicht an, denn schon wenige Augenblicke nachdem ihr oben angekommen seid, geht es, dem Namen entsprechend, auch schon wieder runter. Der Freefall Tower von Intermin hat es aber nicht nur für Leute mit Höhenangst wirklich in sich. Der Fall ist einer der, und wenn nicht sogar der, intensivste deutschlandweit. Gefühlt eine halbe Ewigkeit dauert der Sturz in die Tiefe inmitten der Westernstadt. Ein besonderes Highlight sind außerdem die Fahrten zur Halloween-Zeit, denn dann wird der Turm mit Nebel und Licht besonders spektakulär in Szene gesetzt. Einziger Haken bei Highfall, die Sitze. Da gibt es durchaus bequemere Varianten. Platz 2. Van Helsings Factory. Auch nichts für Angsthasen, aber dennoch für die ganze Familie ist der Indoor-Coaster Van Helsings Factory. Der Vampirjäger lädt euch in seine Fabrik ein, um mit ihm auf eine rasante Jagd nach düsteren Kreaturen zu gehen. Die Achterbahn an sich, ein Gerstlauer Bobsled-Coaster, ist mit ihren Daten und Fakten jetzt nichts Spektakuläres, aber macht auf jeden Fall ordentlich Spaß. Viel wichtiger ist aber die tolle Gestaltung vor und während der Fahrt mit stimmungsvollen Soundtracks und allerlei Effekten, zumindest wenn diese mal funktionieren. Van Helsings Factory ist aber definitiv eine der besten Indoor-Achterbahnen Europas und zählt klar zu den Aushängeschildern des Movieparks. Platz 1 – Moviepark Studio Tour. Die Studio Tour ist eine tolle Kombination aus Dark Ride und Achterbahn, ein sogenannter Multi-Dimension Coaster von Intermin und ganz klar für die ganze Familie geeignet. Hier begleitet ihr das Maskottchen Sam, die sprechende Filmklappe auf einer actionreichen Tour durch die Moviepark Studios. Dabei geht es auch mitten durch einige Filmsets, in denen sich viele Anspielungen, Easter Eggs und Überbleibsel aus der Vergangenheit des Movieparks verstecken. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut unbedingt mal in meine Videoreihe Relikte aus vergangenen Zeiten im Moviepark Germany. Aber zurück zur Studiotour. Während der Fahrt erwarten euch auch verschiedene Licht-, Nebel- und Soundeffekte, ein Onboard-Soundsystem, Animatronics und Effektschienenabschnitte, wie Vor- und Rückwärtsbeschleunigung, eine Drehplattform und noch mehr. Die Attraktion, die 2021 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Parks eröffnet wurde, überzeugt mit einer spaßigen, familienfreundlichen Fahrt, einer guten Thematisierung und einem gelungenen Gesamtkonzept. Daher auch mehr als verdient auf dem ersten Platz unseres Rankings und somit die unserer Meinung nach beste Attraktion im Moviepark.
Mit der Studiotour kommen wir nun auch zum Ende des heutigen Videos und unserem Ranking der Top 10 Attraktionen im Moviepark Germany. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Weitere Rankings und andere Videos über den Moviepark findet ihr in der Videobeschreibung. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Damit bis zum nächsten Mal und ciao!